Ja, herzlich willkommen zur Public Climate School, zum Uni-Programm und zu unserem Format Frisch aus der Forschung. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und zuschaut. Wir sind heute beim Thementag Unsere Energie und in diesem Format Frisch aus der Forschung wollen wir euch so ein bisschen versuchen, den aktuellen Stand der Forschung darzustellen. Und ja, vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin Fabi, ich bin Teil des Public Climate School Teams, bin ansonsten wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Bochum, wie ihr hier vielleicht sehen könnt, und auch sonst Klimaaktivist und setze mich eben für diese Themen ein. Und wir haben heute eine super spannende Referentin mit dabei, nämlich die Frau Professor Katja Bühler. Ich hole sie mal kurz auf die Bühne mit dazu. Schön, dass Sie da sind, Frau Bühler. Ja, hallo. Ich stelle Sie noch ganz kurz vor. Sie sind aktuell Mitglied des Nationalen Wasserstoffrats, den es jetzt auch gibt. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, seit einigen Jahren, da ist der ganz neu gegründet worden. Nee, wir sind jetzt im dritten Jahr. Dritten Und im Jahr. ersten war ich gar nicht dabei. Ich bin erst Umso. seit letztem Jahr im Januar Mitglied. Umso besser. Und Sie sind sonst ja, Mikrobiologin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und dort forschen Sie im Department Solare Materialien an der biotechnologischen Gewinnung von Wasserstoff durch photosynthetisch aktive Mikroben. Sehr spannend. Und in dem Vortrag heute werden Sie uns ein bisschen auf die Produktionswege von Wasserstoff mitnehmen. Erläutern auch, was sind die Vor- und Nachteile des Ganzen. Und wir werden auch noch mal mitbekommen, oder Sie zeigen uns die Möglichkeiten auf, aber auch die Grenzen des Wasserstoffs als ein wesentlicher Baustein in der Transformation unserer Energielandschaft. Das ist ja gerade aktuell auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder ein Thema. Wie grüner Wasserstoff ist ein Begriff, der mittlerweile, glaube ich, jedem mal irgendwie irgendwo aufgefallen ist. Und heute hören wir mal auf, was ist das denn eigentlich? Und da sind wir sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ihr könnt wie immer Fragen stellen an Frau Bühler. Wir haben einen Menti vorbereitet. Wir werden auch ein paar Fragen an euch gleich stellen. Die Links werden eingeblendet. Einfach mit dem Handy abscannen oder den Link eingeben, der dort steht. Und dann könnt ihr gerne mitmachen. Und am Ende werden wir eure Fragen auch noch einbauen. Ja, das Okay, wäre es. prima, Dann gut. gebe ich ab. Ja, herzlichen Dank, Herr Fabi, für die nette Einführung. Die Erwartungen liegen jetzt natürlich hoch und gucken wir mal, was wir hier liefern können. Ich hoffe, der Bildschirm ist zu sehen und auch der richtige Bildschirm ist zu sehen. Sieht gut Ah, aus. sehr gut, dann würde ich sagen, es geht los. Ich habe den Beitrag betitelt Die bunte Welt des Wasserstoffs, weil man ja so ein bisschen den Eindruck kriegt, ja, fast alle 2 Monate kommt irgendwie so eine neue Wasserstofffarbe in den Farbkasten. Und ich wollte eigentlich mal so ein bisschen beleuchten, was so dahinter steht. Ist alles relevant, was in diesem Farbkasten drin ist? Und wo liegen so ein bisschen die Grenzen auch von diesem Molekül? Und warum setzen wir überhaupt auf das Molekül? Was ist daran interessant im Kontext Klimaneutralität, Energiewende? Das ist so ein bisschen das, was Sie erwartet. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen früher abbrechen. Schauen wir mal. Also zunächst mal ein bisschen was über den Wasserstoff allgemein. Dann würde ich ganz gerne mal ein bisschen fragen, wo Sie so stehen, dass das Mentimeter, was der Fabi gerade noch angesprochen hat. Und dann tauchen wir so ein bisschen ein in die Farbenlehre, gucken uns so die im Moment wichtigsten Farben an, die eben als Optionen gehandelt werden. Und dann möchte ich Sie im zweiten Teil natürlich ein bisschen mit in meine eigene Forschung nehmen. Wir machen nämlich weißen Wasserstoff, das ist sowieso der beste, ja, farblos. Und möchte so ein bisschen mal die Frage auch stellen, ob das überhaupt eine Alternative sein kann in dieser ganzen Wasserstoffdiskussion. Und wenn wir noch Zeit haben, würde ich mich freuen, wenn vielleicht die eine oder andere Frage noch kommt, die wir hier so ein bisschen diskutieren können. Ja, was ist Wasserstoff? Wasserstoff ist erstmal ein Molekül und zwar ein sehr kleines Molekül. Und es ist das häufigste Element, was wir hier im Universum haben. Und was so ein bisschen doof ist für unsere gegenwärtige Situation, es reichert sich eigentlich in der Natur nicht an. Wir können es also nicht im klassischen Sinne abbauen. Wir müssen es eben irgendwie produzieren, weil wir das sonst nirgends in ausreichender Menge finden. Es gibt so kleine Ausnahmen, so geologische Ursprünge. Das sind aber so marginale Mengen, die dort entstehen, dass die hier nicht relevant sind. Es ist ein
Gas, und zwar ist es sehr lange gasförmig, also muss es schon ganz schön kalt machen, damit es flüssig wird, bis zu minus 253 Grad. Und in bestimmten Mischungsverhältnissen ist es eben hochexplosiv. Ne? Also wenn wir zwischen 4 und 74% von diesem Gas haben und noch ein bisschen Sauerstoff dazu, dann rumst es ganz gewaltig. Das ist die sogenannte Knallgasreaktion, die man vielleicht schon noch so ein bisschen aus der Schule kennt. Wenn wir aber außerhalb dieses explosiven Bereichs bleiben, können wir den Wasserstoff eigentlich sehr gut handhaben. Ja, ist eigentlich ein recht sicheres Gas. Was etwas problematischer ist in diesem Kontext, ist, dass er eine sehr geringe volumetrische Energiedichte hat. Ja, das heißt, gemessen am Volumen können wir da nur sehr wenig Energie rausholen. Ich habe hier mal als Vergleich Methan noch mit aufgeschrieben. Kennt man vielleicht auch als Energieträger. Der hat also eine ungleich höhere Energiedichte, also kommt hier fast auf 10 Kilowattstunden pro Kubikmeter, während der Wasserstoff nur 3 Kilowattstunden pro Kubikmeter aufweist. Ja, und das ist eben auch hier in dem kleinen Comic quasi dargestellt. Also wir müssen den Wasserstoff schon ordentlich komprimieren, damit er einfach handhabbar ist in unseren gängigen Technologien. Und was so ein bisschen problematisch ist, aber durchaus lösbar ist, er ist hochdiffusiv, er ist ein sehr kleines Molekül, das schlüpft eigentlich durch fast alle Materialien durch. Und da muss man halt an die Materialien, die man verbaut, schon relativ hohe Ansprüche stellen, was natürlich auch wieder zu den Kosten addiert, die wir hier generieren, um den Wasserstoff dort zu behalten, wo wir ihn haben wollen. Wenn man das mal ein bisschen vergleicht mit gängigen Energieträgern, eben dieses Problem der Energiedichte, das kann man hier auf dieser Grafik ganz gut ablesen. Wir haben hier unten quasi den Energiegehalt pro Volumen und hier pro Gewicht. Und da sehen wir, da gibt es einen sogenannten optimalen Bereich, den sogenannten Sweet Spot, wo eigentlich alle derzeit im Gebrauch befindlichen Energieträger lokalisiert sind. Ja, hier finden wir also unser Benzin, unseren Diesel, unsere Kerosin für Luftfahrt etc. Der Wasserstoff befindet sich leider hier am anderen Ende der Skala. Wenn wir hier eben Energiedichte pro Volumen betrachten, es sei denn, wir komprimieren ihn, dann rutscht er also schon relativ nahe hier an diesen Sweet Spot heran. Und das ist eben genau der Punkt, wenn wir über Wasserstoffhandling sprechen, wir müssen den eben irgendwie komprimieren. Das wiederum braucht Energie, das gibt es nicht gratis. Ja, und das muss man eben auch mit berechnen oder mit berücksichtigen, wenn man dann solche Wasserstoff, man so Wasserstoff einsetzen möchte, wenn man das bilanziert, wenn man eben die Energiebilanz aufstellt. Ja, man muss ja ihn generieren und wir müssen ihn nachher noch behandeln, damit wir ihn überhaupt nutzen können. Und all diese Schritte benötigen Energie. Das heißt, am Ende vom Tag muss trotzdem noch ein Plus rauskommen. Ja, wenn wir mehr Energie reinstecken, als wir schlussendlich gewinnen, ist natürlich nichts gewonnen unterm Strich. Ja, warum dann überhaupt auf Wasserstoff setzen? Das Verkaufsargument ist einfach, er ist komplett ungiftig, er ist nicht C-basiert. Das heißt, wir haben hier einen Energieträger, den wir quasi verbrennen können, ohne zusätzliches Kohlenstoffdioxid zu produzieren. Und wir können ihn auch komplett ohne organischen Kohlenstoff produzieren. Ja, und das sind Eigenschaften, die natürlich in der momentanen Diskussion unschlagbar sind, kann man schon fast sagen. Ja, und bevor ich hier weitermache, würde ich mal an den Fabi wieder abgeben. Und wir würden mal drei Fragen miteinander durchgehen. Zum einen, was sagt Ihnen das überhaupt, farbenleerer Wasserstoff? Ja, wir kennen ja roten, grünen, gelben, pinken mittlerweile, blauen. Ist der grüne Wasserstoff wirklich grün? Ist er wirklich umweltfreundlich? Was meinen Sie? Und wo denken Sie denn, ist der größte Bedarf für Wasserstoff? Ja, wo müssen wir am meisten davon einsetzen? Und jetzt muss ich mal kurz hier fragen, muss ich jetzt hier die Bildschirmteilung wahrscheinlich stoppen, ne?
Ich für die. würde es einfach übernehmen. Ich kann das dann Okay, noch besser. stoppeln und würde einfach mal auf das Mentimeter gehen. So, okay. Ich gehe nochmal in den Präsentationsmodus. Einige haben schon abgestimmt. Der Link ist auch nochmal eingeblendet. Könnt ihr auch nochmal sehen. So, ich mache den auch nochmal kleiner. Und da kommen noch weitere Stimmen rein, wie wir sehen. So, gerne noch weiter abstimmen. Bisher sieht es ein, ja, drei Viertel sind für die Farbe, bezieht sich auf den Herstellungsprozess des Wasserstoffs. Vielleicht nicht so schlecht ist. Und das braucht natürlich mal einen kleinen Moment, bis ihr das eingetippt habt, aber gerne noch mitmachen. Nochmal den kompletten. Okay. Aber sonst können Sie natürlich auch gerne schon, Frau Bühler, anfangen zu interpretieren, die Ergebnisse. Und wir würden dann einfach, wenn Sie soweit sind und was dazu sagen möchten, gerne zur nächsten Folie. Die ZuschauerInnen sehen nämlich dann auch erst die nächste Folie, wenn ich die hier anzeige und können dann Okay. auch erst abstimmen. Ja, also das ist natürlich ganz richtig, ne? Die Farbe bezieht sich natürlich auf den Herstellungsprozess. Das Gas an sich ist komplett farblos und zwar völlig egal, welche Temperatur wir hier einstellen. Dann können wir, denke ich, weitergehen. Kommt die nächste Frage. Da. So. Eurer Meinung nach grüner Wasserstoff umweltfreundlich? Kommt schon die erste rein. Okay. Ja, unterschiedliche Meinungen. Das ist immer Gut zu gut. sehen. Unterschiedliche Meinungen sind immer gut. Ja, wenn es bei den Stimmen hier bleibt, würde ich sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wie wir das Verfahren gestalten. Das würde ich aber im Vortrag nachher ansprechen. Primär eher ja als nein, aber nicht zu 100%. Also nein ist durchaus auch nicht falsch in diesem Kontext. Okay, dann gehen wir noch zur dritten Frage über. Kommt sofort. Wo seht ihr den größten Bedarf für Wasserstoff? Hier haben wir jetzt mehrere Auswahlmöglichkeiten: Schwerlastverkehr, Mobilität allgemein, Flugverkehr, Schwerindustrie, Wärmemarkt. Vielleicht nochmal, Frau Bühler, Schwerlastverkehr. Was ist damit genau gemeint? LKW, alles, was wir auf der Straße transportieren müssen. Also kein PKW, kein Personenverkehr, sondern Transport. LKW-Transport. Kommen hier mehrere Sachen rein. Das ist sehr geteilt, das Bild. Er ist ja auch nicht so einfach, ja, weil theoretisch können wir ihn ja überall einsetzen. Also auch das adressiere ich nachher in dem Vortrag noch ein bisschen, wo wir die größten Bedarfe haben. Vielleicht mal vorweggenommen, man kann ihn theoretisch überall einsetzen, aber weil er so teuer ist und so wertvoll ist, setzt man ihn eigentlich überall oder plant man ihn überall dafür ein, wo wir keine anderen Alternativen haben. Und da haben wir schon mal den Punkt Mobilität. Da geht der Trend im Moment sehr stark zum E-Auto, was eben den Pkw-Bereich angeht. Auch der Wärmemarkt ist hier, wird durchaus unterschiedlich gesehen, muss ich dazu sagen. Wobei jetzt gerade auch im Rat es eher dahingehend diskutiert wird, dass der Wärmemarkt im Moment eigentlich ja so ein bisschen außen vor ist, weil wir da einfach andere Lösungen haben. Ja, in Form von Wärmepumpen, in Form von Solarenergie, die wir direkt nutzen können. Für die Schwerindustrie gibt es keine Alternativen. Ja, das heißt, da gibt es ganz viele Bereiche, die wir durch Elektrifizierung einfach nicht umgestellt bekommen. Und in solchen Bereichen ist natürlich Wasserstoff eine ganz, ganz wichtige, wenn nicht die Alternative. Der Flugverkehr, da ist einfach die Technologie noch nicht so weit. Da wird im Moment werden die sogenannten E-Fuels hier gehandelt, die man, das ist quasi auch wieder eine Art Fuel, die man aber aus dem Wasserstoff macht. Das heißt, man macht erst Wasserstoff und macht aus dem Wasserstoff dann das E-Fuel. Das ist natürlich energetisch sehr teuer, weil sie bei jedem Umwandlungsschritt wieder Energie verlieren. Ja, ist aber
sag ich mal, klimatechnisch besser, als wenn wir jetzt fossile Rohstoffe verbrennen. Aber es ist auch hier wieder, die Bilanz ist nachher wichtig, ne? Wie viel Energie stecke ich rein und wie viel bekomme ich raus? Was hatten wir noch? Genau, Schwerlastverkehr, das ist eigentlich der Bereich in der Mobilität, wo wir auf die Brennstoffzellen zurückgreifen. Schlicht und ergreifend, weil das über Akkus ja, wird sehr schwierig. Da braucht man einfach Riesenbatterien, man hat viel Gewicht, man hat lange Strecken. Und das kann man zumindest derzeit noch über Akkus, wie sie im Moment auf dem Markt sind, nicht bewerkstelligen. Aber auch hier muss man sagen, es gibt unterschiedliche Meinungen. Das ist auch ein bisschen das Problem bei der Umstellung, ne? Sie finden für jede Meinung oder für jeden Punkt finden Sie also auch wieder eine Community, die das anders sieht. Da ist im Moment sehr viel Diskussion von den unterschiedlichen Standpunkten. Gut, damit wären wir hier schon durch. Und soll ich jetzt wieder teilen? Ja? Genau, Sie können gerne wieder teilen und mit der Präsentation dann fortfahren. Dann gehen wir hier mal auf diesen da. Wenn ihr noch Fragen habt, der Link ist weiterhin zwischendurch eingeblendet. Gebt die Fragen gerne noch rein und dann versuchen wir die am Ende noch zu klären. Gut, weiter geht's. Na, was geht jetzt? Ja, das haben ja die meisten ganz richtig erkannt, ne? Wasserstoff, die Farbe des Wasserstoffs bezieht sich ganz klar auf den Herstellungsprozess. Und man muss sagen, es gibt nicht den Herstellungsprozess, es gibt viele unterschiedliche und die unterscheiden sich eben zum einen aus der Quelle des Wasserstoffs. Wir machen im Moment unseren Wasserstoff hauptsächlich aus Erdgas, also aus fossilen Energieträgern. Man kann ihn auch aus Wasser gewinnen, man kann ihn aus Biomasse gewinnen oder anderen Trägermolekülen, die aber hier in dem Kontext eigentlich keine große Rolle spielen. Im Moment sind Wasser und fossile Energieträger, das sind eigentlich so die Hauptquellen für Wasserstoff. Wasser, da wollen wir hin. Ja, das ist das, wo man drauf fokussiert. Und das hier ist im Moment einfach die Realität. Und Biomasse ist zwar etabliert, aber macht einfach viel zu wenig und ist zu ineffizient und ist auch ausgereizt. Ja, man wüsste nicht, wie man das noch wesentlich erhöht. Von daher ist die Diskussion im Moment auf diese beiden Quellen hier fokussiert. Und dann gibt es natürlich diverse Prozesse, wie wir das machen können. Und je nachdem, was für einen Prozess ich wähle, habe ich auch wieder Energieträger, die ich hier reinstecken muss in diesen Prozess und die wiederum natürlich ihren eigenen ökologischen und ökonomischen Fußabdruck mitbringen. Ja, wenn ich jetzt eine Elektrolyse betreibe, das ist ja das, wie wir den grünen Wasserstoff machen, dann kann ich die Elektrolyse natürlich mit ganz normalem Kohlestrom betreiben. Und dann habe ich natürlich keinen grünen Wasserstoff, aber ich kann sie auch mit regenerativen Energien betreiben. Und dann wird aus dieser Elektrolyse eben ein grüner Prozess. Wenn wir mal ein bisschen ausblenden, was wir für die Technologie an sich natürlich Dinge brauchen, wie Edelmetalle, seltene Erden, die wir alle hier in unserem Land nicht haben, ja, die wir zum Teil aus Ländern beziehen, wo sie unter katastrophal ökologischen und soziologischen Bedingungen abgebaut werden. Und das ist also noch nicht so ganz gelöst. Diese Dinge verbrauchen sich auch im Prozess. Das Recycling ist im Moment noch nicht so wirklich ausgereift. Aber ich denke, dass man das gelöst bekommt. Das ist einfach eine Frage der Zeit. Ja, es war bei den Sonnenkollektoren lange Zeit auch das Problem. Und mittlerweile hat man da so gute Recyclingverfahren, dass man ich glaube, die Quote liegt so bei 95%, wie man das, die Recyclingquote hier. Gut, ja, diese Abbildung hier ist jetzt ein bisschen voll. Da würde ich sie jetzt mal peu à peu durchleiten. Also wir haben hier Wasserstoff aus fossilen Quellen. Ja, da kennen wir den grauen, der Klassiker, aus Erdgas und den blauen, auch hier aus Erdgas. Was allerdings beim blauen anfällt oder was beim Blauen speziell ist, ist, dass man das CO2 abtrennen kann. So, und da unterscheidet man den Blauen vom Türkisen. Das ist hier in dieser Abbildung so ein bisschen verwaschen. Beim Blauen trennen wir gasförmig CO2 ab, beim Türkisen trennen wir festen Kohlenstoff ab. Die blaue Technologie ist eigentlich
entwickelt, ist eigentlich hochskalig einsetzbar, wird sehr kritisch gesehen, weil man eben ein gasförmiges Abfallprodukt generiert, was man irgendwo eben einlagern möchte. Aber man weiß nicht so genau, wie sich das A auf die Lagerstätten auswirkt. Bleibt das CO2 da überhaupt drin? Es gibt keinerlei Langzeitstudien zu diesem Prozess. Wie soll es die geben? Das ist etwas, was natürlich erst in den letzten Jahren wirklich diskutiert und auch bearbeitet wurde. Da ist so ein fester Kohlenstoff schon einfacher wegzusperren, sage ich mal. Ja. Allerdings ist diese Technologie noch nicht so alt. Da sind wir noch längst nicht in dem Bereich, dass wir die hochskalig einsetzen können. Und auch hier fehlt natürlich die Bilanz, inwieweit sich das am Ende vom Tag rechnet. Und wenn ich rechnen sage, meine ich immer beides, ökonomisch und ökologisch. Ja. Dann haben wir den Wasserstoff aus Wasser. Das ist natürlich erstmal vom Substrat her super. Im Moment State of the Art ist über Elektrolyse. Und die Elektrolyse treiben wir an mit regenerativen Energien, sprich mit Wind- und Sonnenenergie. Die Problematik hierbei ist, die Technologie ist eigentlich da, aber so richtig großskalig ist sie noch nicht. Ja, also so die richtig großen Anlagen stehen noch aus. Und aber auch hier denke ich, das ist technisch lösbar. Ja, wenn man es will, kriegt man das hin. Das andere Problem ist, dass wir eigentlich zu wenig hiervon haben. Ja, also wenn wir als Land uns vorstellen, dass wir über regenerative Energien, egal ob wir die jetzt im Wasserstoff einsetzen oder anderweitig zur Anwendung kommen, dass wir hier quasi eine Unabhängigkeit erreichen von Drittstaaten, würde ich sagen, das geht nicht. Ja, das werden wir nicht schaffen, weil wir einfach die Flächen nicht haben, die wir benötigen, um eben so viel Energie zu ernten, wie wir sie bräuchten, um unsere Wirtschaft und unseren Bedarf zu decken. Das heißt, wir werden immer irgendwie von Drittstaaten abhängig sein. Und da ist natürlich die Diskussion, von wem wollen wir uns abhängig machen. Ja, ich meine, das ist mit den regenerativen Energien oder eben auch mit dem grünen Wasserstoff nichts anderes als jetzt mit dem Erdgas oder mit anderen fossilen Energieträgern. Die Problematik bleibt bestehen, ob wir jetzt ein regeneratives System haben oder ein althergebrachtes. Dann gibt es diverse Verfahren, die alle noch in den Kinderschuhen stecken. Wir sind also vom Technologielevel her sehr viel weiter unten angesiedelt als dieses hier. Nehmen Sonnenenergie und spalten auf unterschiedliche Weise, möchte ich jetzt nicht in die Details gehen, eben auch wieder Wasser zum Wasserstoff. Dann haben wir natürlich biologische Quellen, ja, wie Biomasse oder eben auch hier den weißen Wasserstoff, wo wir über Photosynthese gehen. Das würde ich dann im zweiten Teil ein bisschen näher beleuchten. Wenn wir uns jetzt mal diese unterschiedlichen Wasserstoffarten anschauen und da mal ein bisschen mehr in die Details schauen, würde ich jetzt mal den grauen und diese beiden blauen hier noch ein bisschen näher beleuchten, sowie den roten und den grünen. Also der rote, das ist quasi Wasserstoff, der zwar aus Wasser kommt, aber mittels Atomstrom generiert wird, und den grünen aus regenerativen Energien. Schauen wir uns erstmal die fossilen Energiequellen an. Ja? Also in der Regel ist das Erdgas, hatte ich schon gesagt. Dieser graue Wasserstoff, das ist das, was wir im Moment haben. Ja? Das ist State of the Art, das ist schon im Einsatz. Wasserstoff ist ja jetzt nicht nur ein Energieträger, sondern ist in erster Linie eigentlich ein Reagenz, was in der Chemieindustrie Verwendung findet. Und die Technologie, den dort herzustellen, ist ausgereift. Also hier kann man eigentlich nicht mehr viel weiterentwickeln. Deshalb sind auch diese Kostensenkungspotenziale hier sehr gering. Und deshalb wird diese Technologie eigentlich so ein bisschen als Benchmark genommen, wo wir hin müssen mit dem Preis, ja, was die alternativen Technologien angeht. Weil das hier ist sozusagen quasi unsere Referenzgröße. Wenn wir das schaffen, hier in die Nähe zu kommen, dann sind wir eigentlich da, wo wir hinwollen.
Im Idealfall sind wir günstiger. Im Moment sind wir sehr viel teurer. Die Produktionskosten hier hängen ganz stark von den Rohstoffpreisen ab. Sehen wir jetzt gerade in der aktuellen Situation mit dem Ukraine-Krieg, hat sich direkt auf unsere Rohstoffpreise massiv ausgewirkt. Das Gleiche gilt hier für diesen blauen Wasserstoff. Den türkisen klammere ich mal aus, weil das keine etablierte Technologie ist. Aber wir haben hier natürlich ein Faktor drin, und das ist eben diese CO2-Abscheidung. Da sind durchaus noch Kostensenkungspotenziale drin. Und vor allem, wenn man eine CO2-Abgabe mit einbezieht, dann können wir auch hiermit quasi in einen Bereich kommen, wo sich das Ganze rechnet. Inwieweit das jetzt umweltfreundlich ist, das steht auf einem anderen Blatt, weil wir natürlich nach wie vor über fossile Energieträger gehen. Zwar das C abscheiden, aber wird eher so als Übergangstechnologie gehandelt. Wieso laufe ich nicht? Jetzt laufe ich. Ja, Rot, denke ich, ist in Deutschland sowieso ein No-Go. Kernenergieausstieg ist beschlossene Sache. Zeigt sich auf den ersten Blick als ein relativ günstiges Verfahren, weil man einfach günstige Energie hier aufwendet. Aber das ist eigentlich ein Trugschluss, denn gerade neue Atomkraftwerke haben immense Sicherheitsauflagen, wenn man die vernünftig baut. Man muss die ganze Entsorgungsproblematik mit reinrechnen. Und dann wird eigentlich der Preis für roten Wasserstoff eher nach oben gehen als nach unten. Und müssen, glaube ich, nicht da in diesem Gremium diskutieren, hier in dieser Runde, dass eigentlich so eine Technologie nicht wirklich eine Alternative darstellt. Über den Grünen habe ich schon einiges gesagt. Hier sind wir eben im Moment leider noch nicht auf den Margen, die wir brauchen. Aber die Technologieentwicklung geht eigentlich hier in die richtige Richtung. Und wenn man eben die CO2-Bepreisung wirklich einführt und so hoch macht, dass sie eigentlich das widerspiegelt, was sie müsste, dann wäre man mit dieser Technologie relativ nah am grauen Wasserstoff dran. Restriktionen, Verfügbarkeit von regenerativ erzeugtem Strom. Also wir sind auf jeden Fall, müssen wir irgendwie einkaufen. Ja, also so viel zu diesen etablierten und im Moment gehandelten Optionen. Wie machen wir das jetzt? Wir machen weißen Wasserstoff und wir nutzen dafür eigentlich die Fähigkeit von Organismen, Photosynthese zu machen und aus dieser Photosynthese heraus Energie aus der Sonne zu gewinnen. Ja, und Pflanzen machen das, um nachher hier Biomasse aufzubauen. Wir würden das machen, um Wasserstoff aufzubauen. Nun, wie soll das funktionieren? Oder warum erstmal die Vorteile, die wir hier sehen? Wir haben natürlich Rohstoffe, die vorhanden sind, sind sauber. Wir brauchen hier kein reines Wasser. Das ist übrigens auch eine Problematik. Bei der Elektrolyse brauchen Sie hochreines Wasser. Ist bei diesem Ansatz hier nicht unbedingt der Fall, weil die Organismen, die hier zum Einsatz kommen, auch im Brackwasser oder im Abwasser wachsen. Da sind wir eigentlich relativ breit aufgestellt. Das hier ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, eben auch wenn man über diese Elektrolyseure spricht, was ich vorhin angesprochen hatte. Wir haben hier keine Edelmetalle, keine seltenen Erden. Wir generieren keinen problematischen Abfall. Wir müssen auch keinen Zucker ins System reinbringen, weil die Pflanzen oder beziehungsweise die Bakterien, die wir hier einsetzen, den selber aufbauen aus dem CO2. Und wir haben die Möglichkeit, das Ganze kontinuierlich zu fahren. Wie machen wir das? Hier gibt es zwei Ansätze. Das eine ist Biophotolyse und das andere ist quasi eine mikrobielle Brennstoffzelle. Wir brauchen dafür Cyanobakterien, also Bakterien, die eine Photosynthese machen und im Rahmen der Photosynthese Wasserspaltung betreiben. Und wir brauchen Wasser und Licht als Hauptrohstoffe. Nochmal als Reminder, ich weiß nicht, wer hier zuhört und wie weit die Schulzeit zurückliegt. Was ist das nochmal gewesen mit der Photosynthese? Wir haben hier quasi eine Redoxkette, also eine Proteinkette, die quasi Elektronen
schaufelt und diese Elektronen kommen ursprünglich hier aus der Oxidation des Wassers. Und diese Elektronen, die brauchen wir, um den Wasserstoff nachher aufzubauen. Es wird immer häufig der Fehler gemacht, dass man sagt, der Wasserstoff in der Photosynthese entsteht hier in der Wasserspaltung. Das ist also falsch. In der Wasserspaltung entsteht Sauerstoff, Protonen, also H+, und eben diese Elektronen, die die Pflanze oder das Bakterium in dem Fall eigentlich brauchen, um hier schlussendlich ATP zu generieren. Ja. Wir wollen, dass die Organismen nur noch sehr wenig ATP machen und diese Elektronen, die sie hier produzieren, auf unseren Wasserstoff übertragen. Wenn man solche Ideen diskutiert in der Fachwelt, kommt ganz schnell das Argument, ja, euer Wirkungsgrad ist ja derart schlecht. Ja, von Biomasse, da liegt man hier bei 0,5 bis 5% knapp. 5% ist schon sehr hoch gegriffen. Also wenn man wirklich von der Biomasse ausgeht, ist man eigentlich so bei 1% im Durchschnitt. Hat damit zu tun, dass natürlich die Energie, die die Zelle aufnimmt, die nimmt sie ja nicht auf, um jetzt Wasserstoff zu machen, sondern die möchte damit ja was anstellen, ja, nämlich Biomasse aufbauen. Die muss ihren Metabolismus betreiben, ihren ganzen Stoffwechsel am Laufen halten. Das heißt, je weiter im Metabolismus oder je weiter weg von der ursprünglichen Sammelstelle der Energie man diese Reaktion ankoppelt, die nachher zum Wasserstoff führt, desto weniger Energie können wir schlussendlich gewinnen. Ja, weil auf dem Weg nach unten, auf dem Weg zur Biomasse immer mehr Energie umgesetzt wird, anderweitig gebunden wird oder auch einfach verloren geht. Das heißt, wichtig wäre, und das sehen wir hier, dass wir entweder hier vorne oder hier direkt an den Photozentren die Enzyme koppeln, die uns nachher den Wasserstoff liefern. Eine andere Option ist eben diese Biophotovoltaik. Da wollte ich nur ganz kurz drauf eingehen. Es gibt eben die Eigenschaft von Mikroben, Elektronen direkt auf Metalle zu übertragen. Wird genutzt in mikrobiellen Brennstoffzellen, wo man diese Elektronen dann abgreift und Strom erzeugt. Das gibt unterschiedliche Optionen, unterschiedliche Wege, wie die Mikroben das bewerkstelligen, entweder über solche Redoxvermittler oder aber direkt mit dem Elektronenübergang oder über solche Pili, die dann hier wie so Nanowires in Kontakt stehen zum Metall und die Elektronen direkt übertragen. Die Organismen wachsen direkt auf diesen Elektronen, das sehen Sie hier im Bild rechts, und greifen quasi dort die Elektronen ab. Unser Ansatz hier, eben H2 zu generieren, nutzt quasi diese Fähigkeit. Also man weiß, dass auch photosynthetische Zellen, also die gleichen Organismen, die wir auch für die Biophotolyse einsetzen, in der Lage sind, Elektronen hier auf die Anode zu übertragen. Und dann passiert das Gleiche, was in der Elektrolyse auch passiert. Wir generieren an der Kathode Wasserstoff. Ja. Der Vorteil zur Biophotolyse, wir haben ein ganz sauberes Produkt. Wir müssen uns keine Gedanken machen über das Knallgas, was natürlich bei der Biophotolyse durchaus ein Thema ist, weil in unserer Photosynthese auch Sauerstoff entsteht und man Sorge tragen muss, dass eben dieser Sauerstoff und der generierte Wasserstoff sich nicht im ungünstigen Mischungsverhältnis treffen. Sonst fliegt einem der Reaktor um die Ohren. Diese Technologien stecken in den Kinderschuhen. Wir haben hier die ersten Versuche, die eigentlich zeigen, dass das prinzipiell funktioniert. Ja, man hat hier einen Ansatz gewählt, wo so eine kontinuierliche Prozessführung möglich ist. Man hat also Zellen genommen, die auf Oberflächen wachsen und dann hier über die Zeit konstant Wasserstoff generieren. Aber Sie sehen halt hier schon die Mengen. Das sind Milliunits pro Gramm. Das sind also sehr, sehr geringe Aktivitäten, die hier zu messen sind. Ich muss mal so ein bisschen auf die Uhr schielen. Wir haben noch 10 Minuten. Ja. Wie sieht das denn mit den Fragen aus? Ich meine, ich könnte jetzt hier nämlich ein bisschen springen. Es sind ein paar reingekommen, aber also wenn wir so um 55, 56 auf ein, zwei Fragen eingehen könnten, wäre das super. Okay, dann würde ich jetzt hier mal ein bisschen hüpfen und würde am Ende einfach nochmal die Bedarfe so ein bisschen
zeigen. Das ist jetzt, so, gucken wir uns das hier nochmal an, einfach weil ich das auch als Frage gestellt hatte. Der Industriesektor, den wir eben so ein bisschen zusammenfassend betrachten, wird am meisten Wasserstoff benötigen. Und man schätzt, dass allein nur dieser Sektor 9 Millionen Tonnen 2050 braucht. Ja, also wenn wir quasi diese Umstellung geschafft haben sollen, ja, dann müssen wir irgendwie diese 9 Millionen Tonnen an Wasserstoff hier zur Verfügung stellen. Anders geht es nicht. Ja, dann muss die Industrie abwandern oder zumachen. Und davon ist vor allem der Stahlbereich, ist ja in Deutschland nach wie vor ein sehr wichtiger Industriezweig, einer der größten Abnehmer. Allein 35% dieser Menge fließt in den Stahl. Wenn man diese Größenordnungen sich anschaut, dann versteht man vielleicht so ein bisschen besser, wieso auch Technologien, die auf den ersten Blick eigentlich nicht wirklich klimaneutral sind, weil sie immer noch auf fossilen Rohstoffen aufbauen, warum die hier überhaupt noch in der Diskussion mitspielen. Es ist einfach so, dass wir in der Zeitspanne, die wir zur Verfügung haben, diese Transformationsprozesse schlicht nicht schaffen werden, wenn wir ausschließlich auf diese regenerative Energie setzen. Das ist eine sehr kontrovers diskutierte Position. Auch im Rat ist man sich in keinster Weise einig. Es gibt natürlich diesen Standpunkt, dass man sagt, naja, wenn wir das jetzt zulassen, auch für die Zukunft haben wir quasi wieder so ein Hintertürchen geschaffen, ja, dass man solche eigentlich klimaunfreundlichen Geschichten doch noch weiter fördert und weiter zulässt. Auf der anderen Seite steht natürlich das Argument, dass wir unmöglich bis ins Jahr 2050 klimaneutral sein können, weil wir eben diese gewaltigen Mengen, die wir hier benötigen, allein für diesen Zweig anders nicht generiert bekommen. Ich weiß, es gibt auch Berechnungen, es gibt auch Studien, die das Gegenteil behaupten, die sagen, wir schaffen das. Ich kann aus meiner Erfahrung und aus meinem Blickwinkel nur sagen, ich sehe halt nicht, dass das wirklich überzeugend verfolgt wird. Ja, also es nach wie vor fehlen politische Rahmenbedingungen, nach wie vor fehlen klare Aussagen, wie man das angehen möchte, wobei die Pläne und die Stellungnahmen und die Empfehlungen liegen auf dem Tisch. Ja, man müsste sie einfach nehmen und müsste einfach mal mutig Entscheidungen treffen, wohl wissend, dass die eine oder andere Entscheidung sich im Nachhinein auch als falsch herausstellen kann. Aber wir haben in Deutschland so eine Kultur, dass wir alles ein bisschen zu Tode diskutieren, weil keiner den Mut hat, eben mal eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht auf den zweiten Blick, wo man hinterher sagt, naja, hätte ich das mal anders gemacht. Aber ich denke, das ist so, wenn man Neuland betritt, dann kann man nicht jede Eventualität immer mit berücksichtigen. Ja, es wird immer Dinge geben, die sich im Prozess lösen müssen. Und dass man vielleicht auch mal wieder einen Schritt zurückgehen muss, um und zu realisieren, okay, das war jetzt vielleicht keine richtige Entscheidung, wir müssen das doch anders machen. Aber alles, denke ich, ist besser, als gar nichts zu tun und nur zu diskutieren und wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen und wie die Uhr immer weiter tickt, ja, und man aber nicht so richtig zu Potte kommt. Hier Mobilität hatte ich ja auch noch als Frage gestellt. Da würde ich gerne hier nochmal diese Tabelle zeigen. Man sieht also auch hier wird verhältnismäßig viel Wasserstoff reinfließen in diesen Bereich. Aber man sieht eben, dass auch ganz viel in diese E-Fuels fließen wird. Das ist alles prognostiziert. Ob das sich dann wirklich so ergibt, steht in der Zukunft. Ja, das kann man alles modellieren. Man kann das berechnen, ob das jetzt wirklich eintritt. Wird man dann sehen. Es gibt natürlich auch Studien, da stehen dann wieder andere Zahlen drin, aber alle haben gemein, dass man eben von diesen E-Fuels erstmal nicht wegkommt, vor allem eben für den Luftverkehr, aber durchaus auch in der Diskussion landgebundener Verkehr, wobei hier eben die
Brennstoffzelle gerade für den Schwerlasttransport immer wichtiger erscheint. Aber auch hier kommt es darauf an, mit welchem Hersteller Sie sprechen. Ja, es gibt Hersteller, die sagen Ihnen, wir setzen auf die Brennstoffzelle. Es gibt andere, die sagen, nee, das ist alles Quatsch, wir machen das anders. Alle bedauern so ein bisschen, dass es von der Politik keine klare Aussage dazu gibt. Ja, man kann jetzt ein Brennstoffzellenfahrzeug entwickeln, wenn man keine Tankstellen hat, die flächendeckend zur Verfügung stehen, um das Fahrzeug zu betanken. Ist das schön, dass das fährt, aber wenn Sie dann irgendwo landen, wo es keine Tankstelle gibt für Wasserstoff, dann stehen Sie da halt. Na, das Gleiche gilt natürlich für die Elektrofahrzeuge, aber das ist im Aufbau. Da ist man schon einen ganzen Schritt weiter. Was diese Wasserstoffgeschichte angeht, leider noch nicht. Und damit würde ich hier mal schließen und würde sagen, dass wir vielleicht noch die eine oder andere Frage hier jetzt mit diskutieren. Sehr gerne. Vielleicht können Sie Ihre Präsentation einmal beenden. Dann sind wir beide noch mal zu sehen. Ich nehme mich auch noch mal auf die Bühne mit. Oder machen wir es so. So. Ja, wir haben ein paar Fragen eingekommen. Erstmal vielen, vielen Dank für den super spannenden Input. Ich bin auch, habe auch wieder viele zugelernt. Und es sind auch ein paar Fragen reingekommen. Und ja, wenn ich viel Zeit habe, starte ich einfach direkt. Eine Frage ist: Was ist denn das Problem dabei, die Elektrolyse großtechnisch herzustellen? Ja, es ist, also ich bin jetzt kein Elektrolyse-Experte. Das heißt, verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt da nicht die letzten Details herbeten kann. Aber es gibt einfach diese großen Elektrolyseure, gibt es nicht. Und man kann nicht einfach ein kleines System nehmen und kann es ganz groß machen, weil einfach in diesem großen System andere Gegebenheiten herrschen als in dem kleinen System. Ja, das muss man schrittweise machen. Da geht es viel um Flächen, da geht es um Beschichtungen, geht es um Stabilitäten von Katalysatoren, zum Massentransfer. Und diesen Schritt, den hat man einfach noch nicht gemacht. Ja, ich sage ja nicht, es geht nicht, aber die Entwicklung ist da einfach noch nicht angekommen. Aber wir sind unterwegs. Vielen Dank für die Beantwortung. Ich mache direkt weiter mit der nächsten. Einerseits, ich packe mal beide zusammen, ist die Frage, wie weit ist denn die Technologie beim weißen Wasserstoff? Also wann könnten wir damit rechnen, dass das eingesetzt werden kann? Und die Frage, die da auch zupasst, die Bundesregierung setzt ja sehr viel auf den Wasserstoff. Ist das überhaupt realistisch, dass irgendwann also auch nach 2050 nur noch weißer und grüner Wasserstoff hergestellt wird? Aus meiner Perspektive nein, ist aber meine persönliche Meinung, ja. Mit dem weißen Wasserstoff sind wir noch viel, viel, viel weniger weit als mit dem Grün. Ja, das ist wirklich Grundlagenforschung und deshalb habe ich das auch so ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Es ist zwar eine spannende Sache und ich würde mich sehr freuen, wenn wir es schaffen, irgendwann dahin zu kommen, dass wir so viel machen, dass das sich wirklich auch anwenden lässt. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass diese Technologie wird niemals zu einem großvolumigen Produktionsverfahren gelangen. Ja, das ist ein Verfahren, was man, wenn man es denn schafft, es so weit zu entwickeln, als Nischenverfahren nutzen kann. In dezentralen Orten, wo man vielleicht nicht direkt ans Stromnetz angekoppelt ist, wo man autark irgendwas betreiben möchte. Da sehe ich durchaus Chancen dafür, dass man das wirklich, dass man so ein Stahlwerk jetzt mit Cyanobakterien betreibt. Ich glaube, das wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Was war jetzt nochmal der Anfang der Frage? Ja, genau, 2050. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ganz einfach, weil wir zu langsam sind. Wir sind nicht mutig genug und wir sind zu langsam. Dass wir da irgendwann hinkommen, das glaube ich, aber es wird nicht im Jahr 2050 passiert sein. Nicht die besten Aussichten. Dann nochmal eine Frage oder zwei, die ich auch zusammenfassen kann. Es werden ja jetzt neue LNG-Terminals gebaut. Wie weit sind die für die Weiternutzung des Wasserstoffs wirklich nutzbar? Und die Frage damit verbunden, ist denn, es war jemand auf den Berliner Energietagen unterwegs und da war vom Schifftransport mit Wasserstoff die Rede. Er hat jetzt hier von Mehrkosten gesprochen. Ich glaube, weiß nicht. 4 Cent pro Kilowattstunde angesetzt. Ist das überhaupt wirtschaftlich, über Schifftransport Wasserstoff? Ja, ich denke, es kommt immer auf
auf den Druck an, den man hat, ja. Also natürlich ist es besser, man transportiert das Gas durch eine Pipeline. Das gleiche Problem hat man jetzt mit dem Erdgas. Und mit diesen LNG-Terminals, ich meine, es gibt einen Grund, warum wir die nicht haben bis jetzt, weil es einfach teuer ist. Ja? Das gilt für das Erdgas ganz genauso wie für den Wasserstoff. Das muss man runterkühlen, man muss es verflüssigen, dann muss man es verschiffen, dann muss man es wieder ausladen, dann muss man es wieder zurückwandeln in Gas und dann kann man es hier erst einspeisen. Was das jetzt an Mehrkosten generiert, das möchte ich jetzt hier nicht beantworten. Das wäre rein, da hätte ich keine Grundlage, wie viel Cent das jetzt ausmacht pro Kilowattstunde. Aber es ist natürlich teurer, das ist ganz klar. Aber ich denke, dass die gleiche Diskussion führen wir eigentlich ja im Moment, ja, mit der Abhängigkeit vom russischen Gas. Jetzt auf einmal fangen wir an, wie bekloppt, diese LNG-Terminals umzusetzen, ja, wo vorher immer gesagt, boah, lohnt sich nicht, viel zu teuer, machen wir nicht. Ja, und jetzt müssen wir. Und deshalb denke ich, dass auch ein Schiffstransport, so abwegig sich das im Moment anhört, wenn es anders nicht geht, dann wird man auch das tun. Ja, das ist ganz einfach. Es sind jetzt tatsächlich noch einige Fragen reingekommen. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich jetzt noch eine letzte stellen. Dann würden wir hier rausgehen im Live, weil gleich ja der nächste Programmpunkt startet und würden die weiteren Fragen aber trotzdem beantworten, weil in der Aufzeichnung nachher ist das dann mit dabei und da könnt ihr es dann rein, einfach reinschauen. Und die letzte Frage jetzt, vielleicht auch um ein bisschen Hoffnung zu machen, ist, was gibt Ihnen denn Hoffnung in Zeiten dieser multiple Krisen oder auch der Klimakrise, Biodiversitätskrise, viele Krisen, die gerade da sind, um weiterzumachen? Als Take-Home-Message für die ZuschauerInnen. Das ist eine gute Frage, weil wenn Sie so im Thema stecken, dann ist es schon ganz schön frustrierend häufig. Ja? Aber ich bin ein Grundoptimist und ich denke, wenn ich mir so anschaue, wie sich auch die Wahrnehmung für diese Problemfelder verändert hat in den letzten, allein in den letzten 2, 3 Jahren, dann glaube ich, dass wir das hinbekommen, diese Wende zu schaffen. Wie schnell das geht, ob das ja, schnell genug ist, immer eine Frage. Ja, was ist schon schnell genug? Wir werden uns ein Stück weit anpassen müssen. Wir müssen uns davon verabschieden, dass wir den Status quo, so wie er jetzt ist, erhalten. Das wird nicht passieren. Das Leben wird sich verändern. Aber ich glaube trotzdem daran, dass wir es schaffen, Lösungen zu entwickeln, die den Planeten nach wie vor lebenswert gestalten. Ja, und für nicht nur für Menschen, sondern auch für den Rest der Natur, Tiere und Pflanzen. Aber ich gebe dem Fragesteller durchaus recht, es ist manchmal nicht so einfach, Optimist zu bleiben. Ja, das ist richtig. Aber Sie bleiben ja trotzdem dran, von daher können wir auf jeden Fall. Ja. Und wir genauso. Und was uns vielleicht auch Hoffnung machen kann, ist der nächste Beitrag in der Public Climate School. Es geht jetzt hier gleich weiter mit Energiewende. Das wird nur was mit regenerativen Energiesystemen. Professor Rath von der Hochschule Bochum wird uns da mitnehmen. Ich wünsche euch da ganz viel Spaß bei. Das geht da gleich weiter direkt im Anschluss. Ein paar Minütchen. Wir sind jetzt hier raus, nehmen die weiteren Fragen noch kurz auf. Und dann vielen Dank nochmal an Sie, Frau Bühler, die dabei waren. Gerne. Schaut gerne weiter.